Willkommen hier auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier ein Hobel vorstellen. Findet ihr unter der Kategorie Gruppe. Funktioniert als Gruppe. Das ist Dara Starplan 5000. Kostet 14.000 Euro. 10 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit. 4 Meter die Arbeitsbreite. 160 PS benötigt an Leistung. Entsprechend 118 kW und 5 Euro Unterhalt. Das war einmal hier zu technischen Daten dafür. Ich habe jetzt hier mal den Hülimann besorgt, der geht auch schön unter. Dann sieht man hier, dass der hier, der Trigger dafür nicht passt bei dem Gerät. So, jetzt stellen wir den hier ab, den, weil ich ja dafür hier den tollen K700 hernehmen möchte. Dann schalten wir mal die Rundumleuchter mal ein. So, mal her. Dann sehen wir hier, dass hier der Punkt hier auch nicht passt, also dass es nicht an den Mod hier liegt. Also mit V kannst du senken, sollten auch da zusammenklappen können, das geht aber hier nicht. Und dann sehen wir jetzt hier, also der Hobel, der funktioniert. Finde ich, ist gut gemacht. Schade halt, dass davor halt, kommt da hier die Meldung, das Feld gehört mir nicht. Interessant. Müssen wir mal hier den wieder anheben. Keine Ahnung, warum das hier kommt. So, jetzt sind wir wieder mein Gebiet hier drin. Senk mal. Dann sehen wir hier also, man kann hier schön das Feld hier gerade machen, nachdem es gepflügt worden ist. Also gruppern hier mit dem Hobel. Das ist auch immer was anderes. Also wie man ja auch unschwer erkennen kann, hier Spuren macht er auch, Reifenstab auch. Dreckig wird da. Schalte ich mal den hier aus, fahre nach oben. Dann sehen wir hier, also wie er schön nach oben gedrückt wird mit V. Nach unten. Es steht jetzt da, wenn ich jetzt hier F1 aufmache, halt. Man sollte zusammenklappen können, aber wie man sieht, macht er das nicht. Also er geht nur her und senkt ihn wieder, wenn ich das wieder mache. So, dann schauen wir uns noch so her an. Das ist ja auch immer so schön anzuschauen. Also ich denke mal, dass wenn der Mod das hat, gehen die Schläuche auch noch dran. Oder sind die starr? Hier sehen wir hier ein Aufkleber. Ist leider halt nicht so scharf hier, die Textur, dass die Schrift ist auch ein bisschen verpixelt, aber ist nicht so schlimm. Die Idee finde ich sehr gut gemacht. Und sieht auch so toll aus hier, dieser Mod. Leider hat er, wenn wir jetzt uns die Lok anschauen, schmeißt er hier, nachdem man gekauft hat, hier alle Aero und dann, das ist ein Aero-Index, also Lure, also ist ein Fehler drin. Ja, das wäre es dann soweit. Also, wenn einer sich hier auskennt, kann man den vielleicht beheben, den Fehler. Oder der Mod sieht das Video, wäre auch toll. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann schaust natürlich wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.